Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich in Zeit. Und heute geht es um ein wahres Urgestein, Herbert Schwarz. Wir stehen vor der GS und zwar vor der Urstein GS 2.0. Warum so eine verrückte Einleitung? Wir sind das Motorrad für euch mal gefahren und haben diesen First Impression Feeling, also wirklich erster Eindruck. Der Motor ist noch warm, die Klamotten haben wir noch an. Wir grinsen noch über das ganze Gesicht vom Prinzip. Es ist aber etwas sehr Spezielles. Und warum sage ich gerade so schön Urgestein? Herbert Schwarz, ich meine, ihr kennt ihn. Ihr wisst, wer er ist und ihr wisst, was er alles auf einer GS unter anderem erlebt hat. Und insbesondere auf GS-Motorrädern. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass du mir schilderst und erläuterst, was dein Eindruck ist, so aus dem Stand heraus von der R1300 GS Trophy, die wir heute miteinander gefahren sind. Gut, was soll ich sagen? Der erste Eindruck ist natürlich überwältigend. Man geht drauf, der Anlasser hört sich schon anders an, der Motor startet irgendwie schneller, leiser und ja, weicher. Weicher. Das Ganze ist wirklich, sobald man losfährt, die pure Kraft, ohne eine riesen Geräuschkulisse, aber dadurch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Genau, es ist, da kann ich dich zu 100% bestätigen, ich habe nicht ganz so viel GS-Erfahrung, aber für mich war immer klar, wenn ich auf einer GS sitze, was du gerade angesprochen hast, da hört sich der Anlasser so an, da hört sich der Motor so an, da hören sich die ersten Meter so an. Da ist es einfach ein Charakter, der ganz, ganz deutlich zu spüren ist. Bei dem Motorrad heute, wo ich mich drauf gesetzt habe, habe ich erst gar nicht auf den Klang geachtet, weil es mir überhaupt nicht so vorkam wie ein Boxer. Bei den unteren Drehzahlen fuhr das so human, ich möchte sagen, wie ein rein Vierzylinder-Japaner. So, gar nicht so charakterstark, aber auf der anderen Seite eben wieder total weich und unauffällig und gleitend durch die Landschaft. Ja. Es ist trotzdem so, dass man nicht nur aufgrund der Technik, die sich auch in vielen Hinsichten geändert hat, merkt, dass es 10, 15 Jahre Entwicklung sind in eine Richtung, wo alles ruhiger und präziser läuft. Wobei ich nicht sagen muss, dass das alte Motorrad unpräzise ist, aber einfach viele Ecken und Kanten der alten GS, die sind nicht mehr da. Ja, also es wirkt auf jeden Fall glatt geschliffen. Das muss man so sagen. Und das ist jetzt, ich glaube, ich habe mal zusammengezählt, die sechste wirkliche GS-Generation. Und ich habe von der G-S 1900 irgendwie Anfang der 80er bis jetzt diesen Motorrad alles auf langen Reisen eingesetzt. Und hier bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie sich das Ganze dann bewährt auf einer Reise. Mit der ganzen Ausstattung, mit den ganzen zusätzlichen elektronischen Features, um das Wort Gimmick zu vermeiden. Eine Sache für mich als Rennfahrer-Background war natürlich immer Fahrphysik ein Thema. Und ich meine, GS hat eine eigene Fahrphysik in ihrer Bewegung. Das muss ich zum Beispiel sagen, ist bei dem Motorrad aufgrund dessen, dass alles so abgeschwächt der zu spüren ist, auch nicht mehr so negativ zu fühlen. Und ich glaube, dass ein großer Teil dazu beiträgt, dass sich BMW sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie schaffen wir es praktisch Getriebe, Motoreinheit kompakter hinzubekommen, besser im Motorrad zu platzieren und den Schwerpunkt zu optimieren. Und für mein Gefühl ist dieses Motorrad deutlich kompakter zu fahren, ist aber so, dass man einfach, wenn man von einer GS absteigt, von einer, ich sag jetzt mal Ur-GS, zu dem Motorrad, ja, kann man sagen, es ist ein Quantensprung? Ja, ich sag mal, wenn man das jetzt mit der ersten GS vergleichen würde, ist es natürlich der Wahnsinn. Ja. Wenn ich es jetzt mit einer 1250 GS vergleiche, bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist eigentlich eher so im Evolutionsbereich. Das ist nicht mehr revolutionär anders. Das Ganze, was halt, man spürt jetzt mehr das Vorderrad. Das Ganze ist irgendwie etwas, ja, mehr Rückmeldung von der Straße. Der Motor, ja, er ist samt weich. Er hat immer Leistung. Man muss eigentlich überhaupt nicht mehr schalten. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich jetzt dieses Quantensprüngchen gebraucht hätte, unbedingt von der 1250 zu dieser. Ja.
Aber ich bin mir sicher, wenn man damit erstmal fährt, und wir sind ja heute jetzt immer im Wechsel gefahren, ja, dann ist das hier schon das Bessere und Neuere, das technisch bessere Motorrad. Man hat sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht und wir sind jetzt auch gerade vielleicht ein bisschen kritisch, auf der anderen Seite aber sehr, sehr euphorisch, weil wir auch wissen, dass nicht nur in dem Paket unfassbar viel schlummert, sondern schon unfassbar viel drin ist. Und genau da geht es halt gerade darum, dass wir uns in Gesprächen austauschen, Erfahrungen sammeln mit den Motorrädern und sagen, okay, dieses und jenes könnte man gebrauchen. In der Entwicklung wird bereits auf Hochtouren seit Wochen gearbeitet und wir sind praktisch ready, um die Dinge jetzt so langsam abzuschließen und zu sagen, in diese Richtung soll es gehen. Der Grundeindruck war für mich heute unfassbar interessant, das Motorrad wirklich in freier Wildbahn zu bewegen. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wenn wir das Motorrad dann wirklich mal auf Schotter, Sandpisten bewegen, wie sich dann der Schwerpunkt und diese ganzen Änderungen in der Fahrphysik, die man auch vorgenommen hat, vielleicht noch klarer herauskristallisieren. Klar ist aber auch, das haben wir beide bestätigt, das Vorderradgefühl für einen Otto-Normalverbraucher, der vielleicht normale Motorräder fährt, die auch ein normales System haben in der Fahrphysik, und dann früher eine GS gefahren sind, die haben sich gewundert, wie das Gefühl zum Vorderrad ist. Finde ich einen schönen Kompromiss, den man jetzt gefunden hat. Hat sich ein bisschen geändert, kommt einem ein bisschen näher, ist super interessant. Und mit Sicherheit solltet ihr den Weg finden zu eurem BMW-Händler in der Nähe. Solltet dieses Motorrad auf jeden Fall Probe fahren. Und bitte gebt uns beiden, uns allen hier bei der Wunderlich GmbH auch Feedback unter dem Video. Was sind eure Fragen? Was sind eure Anregungen? Und wie können wir euch weiterhelfen? Denn dafür sind wir da. Wir danken erstmal für die Aufmerksamkeit, sagen einen wunderschönen Tag noch oder egal, was ihr gerade macht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. In diesem Sinne, danke, Herbert. Dankeschön. Schöne Zeit. Bis bald.